dich ganz begeistert über die Ausstellung hier geäußert. Ja. Was machst du so? Du kannst davon leben, nein? Nee, ich kann nicht davon leben. Ich habe Gott sei Dank einen Erwachsenen-Shop, nenne ich das immer, der mir das finanziert. Aber ich muss natürlich gestehen, es ist eher meine Herzensangelegenheit, Kunst zu machen oder Kunst im weiten Sinne. Also sich einfach mit Dingen beschäftigen, genau. Ob das jetzt Fotografie ist oder ob es eben Collage ist. Also die Collage liegt mir eben sehr, weil sie sehr fragmentarisch ist. Genau, also ja. Und weil sie eben auch dem, glaube ich, entspricht, wie ich die heutige Gesellschaft auch so wahrnehme. Deswegen finde ich die Collage ein sehr passendes Medium, um eigentlich diese einzelnen Bausteine so in ein Bild zu bekommen. Genau. Und die Art Muck ist jetzt so die richtig schöne Ausstellung dafür, endlich hier in München mal was zu zeigen, oder? Vollkommen. Also ich finde gerade in München das super schwierig. Ich kenne eben Kunstmessen aus Berlin natürlich, aus Köln und überall. Es ist so ein bisschen mehr en vogue, auch Kunst mal zu zeigen. In München finde ich es super schwer. Also ich bin gar nicht Münchnerin, deswegen finde ich es super toll, dass die Praterinsel eben dafür genutzt wird. Und dass man wirklich auch die Möglichkeit hat, einfach mal 4 Tage lang so richtig in die also zu den Menschen zu kommen und es denen einfach mal zu zeigen, um auch so ein persönliches Feedback zu bekommen, weil man weiß ja sonst nicht, macht man das richtig, macht man es nicht richtig, kommt es an, kommt es nicht an, ist ja trotzdem wichtig, egal was für eine Künstlerattitüde man hat, es ist trotzdem wichtig, auch mit den Menschen das abzugleichen, glaube ich. Ja.